Schönen guten Tag. Hallo. Beginnen wir mal mit der ersten Frage. Was ist denn für Sie persönlich jetzt das politisch wichtigste Thema und für was Sie nach der Landtagswahl in Angriff nehmen wollen und warum wollen Sie das gerade in Angriff nehmen? Ja, tatsächlich ist Bildung das wichtigste Thema geworden. Nicht nur, weil die Leute in Umfragen sagen, dass sie am wichtigsten ist, sondern auch, weil ich das sehe, dass Unterricht ausfällt, 1 Million Unterrichtsstunden letztes Schuljahr, dass Lehrer fehlen, dass Schüler nicht zum Schulabschluss kommen. Ja, das ist ein relativ katastrophaler Zustand und ich würde gerne Ruhe in die Schule bringen, mehr Eigenverantwortung stärken und vor allen Dingen Unterricht garantieren. Schulnoten müssen stattfinden und Schüler müssen zum Abschluss kommen. Es gibt riesen Hausaufgaben. Was war denn für Sie persönlich so der größte Fehler und der größte Erfolg der Landespolitik in den letzten Jahren? Der größte Fehler war die Zwangsgebietsreform, die Rot-Rot-Grün machen wollte. Wir haben die gestoppt beim Verfassungsgericht und die Bürger haben sie gestoppt mit ihrer Unterschrift. 140.000 Leute haben unterschrieben gegen die Zwangsgebietsreform. Das war der größte Fehler und gleichzeitig war es der größte Erfolg, weil die Bürgerinnen und Bürger erreicht haben, das gilt, was sie auch gerne für dieses Land möchten, dass nicht ihre Köpfe hinweg entschieden wird, sondern mit ihnen gemeinsam das Land gestaltet wird. Im Ranking für die politische Bildung belegte Thüringen jetzt an der Anzahl der zur Verfügung stehenden Stunden einen der letzten Fächer im Bereich der politischen Bildung. Aber politische Bildung ist natürlich auch was Wichtiges. Wie wollen Sie das jetzt in der Schule fördern? Ich finde, es braucht politische Bildung noch mehr in einem Land, in dem wir derzeit so eine Spaltung der Gesellschaft sehen, auch so eine Polarisierung sehen. Ich bin sehr ein Freund davon, dass man politische Bildungsarbeit ausbaut und noch besser fördert als in der Vergangenheit. Und auch nicht so schamvoll das tut, wenn man das Gefühl hat, irgendwie Politik und Bildung gehören nicht zusammen. Ich finde, politische Bildung muss sein und braucht einen stärkeren Fokus in diesem Land. Wie schätzen Sie denn jetzt eigentlich die aktuelle Stimmung im Freistaat so vor der Wahl ein? Naja, wie ich gerade eben schon beschrieben habe, ich sehe da eine schöne Spaltung im Land, wenn ich vor allen Dingen auch sehe, ja, dass 50% der Leute ganz links und ganz rechts ihre Stimme geben wollen. Da stehen sich zwei Seiten ziemlich unversöhnlich gegenüber. Wir brauchen Brückenbauer in dem Land, wir brauchen Versöhner in dem Land. Wir müssen eine Politik machen, die nach vorne gerichtet ist und die sich weder in der Gegenwart noch in der Vergangenheit aufhält. Und deswegen hoffe ich, dass es eine Politik gibt, die nicht vom Rand heraus gemacht wird, sondern aus der Mitte der Gesellschaft für die Mitte der Gesellschaft. Was bietet denn jetzt die CDU gerade jungen Menschen bei dieser Wahl? Na, erstens hoffe ich mal gute Kandidaten. Und dann hoffe ich tatsächlich eine gute Idee für dieses Land. Und zwar länger gedacht als nur für eine Wahlperiode, sondern bis 2030, wie gut geht gute Bildung in diesem Land. Und aber eben auch die Frage, welche Verantwortung nehmen wir wahr? Wie können wir Thüringen weiterentwickeln, dass wir ein Forschungsstandort sind, dass wir Stadt und Land miteinander versöhnen, dass junge Menschen eben auch in den ländlichen Regionen eine eigene Perspektive bekommen. Und das gelingt eben auch dann, wenn wir berufliche und akademische Bildung gleichwertig endlich stellen und sozusagen auch die Chancen ermöglichen, dass nicht ein junger Mensch deshalb seine Lebensentscheidung nicht mehr machen kann, weil ihm der Weg zur Berufsschule abgeschnitten ist, weil er weder mit dem ÖPNV dahin kommt, noch sich das den Weg dahin leisten kann, geschweige denn, dass ihm der Karriereweg beschnitten ist, weil er zwar kostenfrei zum Master kommt und nicht kostenfrei zur Meisterausbildung. Wir Mitglieder der Landesschülervertretung kommen ja aus verschiedensten Teilen von Thüringen. Dabei sind wir vor allem natürlich auch auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen, aber das ist ja immer so eine Frage. Wann fährt jetzt mal was, wie fährt das, wie zuverlässig fährt der Zug? Wie wollen Sie hier in Thüringen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen? Also mehrere Sachen machen für junge Menschen. Wir wollen das begleitete Fahren ab 16 als sozusagen einführen und damit sie nochmal als Dauereinrichtung machen. Wir wollen den Moped-Führerschein ab 15 sozusagen zur Dauereinrichtung machen und nicht modellhaft machen. Und wir müssen den ÖPNV ausbauen, damit eben auch Mobilität für junge Menschen im ländlichen Raum gewährleistet ist. Aber dann auch solchen Taktzeiten, dass man den Bus halt nicht nur früh um 10 und Nachmittag um 3 das letzte Mal im Dorf sieht, sondern auch so Zeiten, wo man abends später zurückkommen kann, weil man noch so lange an der Universität gelernt hat oder weil am Wochenende man noch Kulturangebote auch angenommen hat. Was würden Sie denn sagen, ist eigentlich so Ihre persönliche Stärke und vielleicht auch Ihre persönliche Schwäche, die Sie so sehen würden? Ich höre den Menschen gerne zu und bin gerne bei den Leuten und kümmere mich um das, was ansteht. Und das mache ich mit ganzer Intensität und Freude und voller Energie und allem Zeitaufwand. Und in der Vergangenheit war meine größte Schwäche meine Ungeduld. Aber ich hoffe, ich habe das abgelegt. Was sind denn jetzt eigentlich so nach der Wahl die wichtigsten konkreten Ziele, die man so zusammenfassend sagen könnte? Naja, wenn man es politisch sieht, braucht man eine stabile Regierung, auch nach der Wahl. Erst kämpft man natürlich für eine Mehrheit in dem Land und im Vertrauen für eine Regierung. Und dann muss man natürlich auch eine Fähigkeit haben, relativ zügig, konzentriert und mit einer guten Idee eine Koalition zu bilden. Und dann muss man tatsächlich das angehen, was ich gesagt habe, schnell dafür sorgen, dass Schule Eigenverantwortlichkeit bekommt, dass wir dafür sicherstellen, dass Förderschulen eine eigene Perspektive bekommen in Thüringen, in der Schullandschaft,
dass wir unser Wort in Berlin machen bei der Frage der Hilfen, die wir brauchen, eben für den Ausbau des ÖPNV, aber eben auch für den Ausbau des Technologie- und Forschungsstandortes. Dazu gehören zum Beispiel KI-Transferzentren auch nach Thüringen, also die Transferzentren für künstliche Intelligenz. Da gab es jetzt eine Festlegung, wie viele in Deutschland entstehen sollen. Aber im Osten machen diese Entscheidungen einen großen Bogen. Und da braucht es eine stabile Regierung, die ihr Wort macht in Berlin. Und das würde ich gerne als erstes angehen. Ja, in Thüringen gibt es ja auch in einigen Berufsfeldern einen großen Fachkräftemangel. Wie wollen Sie als CDU jetzt eigentlich rangehen und jetzt jungen Menschen einen Anreiz geben, dass sie hier ihre Berufsausbildung machen und dass sie überhaupt eine Berufsausbildung machen? Genau, das geht tatsächlich nur die Chancengleichheit zwischen beruflicher und akademischer Bildung, dass wir es schaffen, eben kostenfrei zum Meister und zum Master zu kommen, dass es eine Durchlässigkeit im Bildungssystem gibt, das ist ganz wichtig. Dass man eben auch Mut macht, auch in der Regelschule, wenn man sie als Herzstück unserer Schullandschaft versteht, eben auch diesen Schulweg zu gehen. Dass wir mehr verzahnen zwischen Wirtschaft und Industrie und Schule. Dass wir früher erkennen, wo sind die Fähigkeiten und Talente von jungen Menschen und nicht erst sie in die Ausbildung schicken und 30% brechen dann die Lehrausbildung ab, weil sie merken, es passt gar nicht. Und diese Chancen zu ermöglichen, das müssen wir hinkriegen. Und aber eben auch, indem wir Mobilität, was ich vorhin gesagt habe, sicherstellen. Das Schulnetz der Berufsschulen ist ausgedünnt, ÖPNV ist nicht getaktet. Und was nützt mir ein kostenloses Azubi-Ticket, wenn gar kein Bus fährt? Und deswegen gibt es ja eine Menge Hausaufgaben für die Politik. Gerade hört man es ja auch draußen, ist ja auch wieder eine Klimademonstration. Wie gehen Sie jetzt eigentlich auf die Klimademonstranten ein, die gerade auf der Straße sind? Ich finde, wir müssen konkrete Angebote machen. Ich finde es sehr gut, wenn die jungen Leute demonstrieren. Aber noch besser ist, wenn man sie für Projekte begeistern könnte. Wenn ihr das selber sozusagen mit anpackt für Anpflanzung, für Waldaufforstung. Und wenn man zusammen mit Schule und Forst und Waldbesitzern gemeinsame Ideen verwirklicht. Ich würde das gerne unter der Überschrift Forest for Future, sozusagen würde ich gerne statt Fridays for Future, gerne die Idee sozusagen in tatsächliches Handeln ummünzen und die Leute dafür begeistern. Und wenn man das schafft, dann hat man trotzdem seine Agenda klar vom Blick, dass man die Politik auch in Thüringen weiter mobilisiert, dass sie ihren Beitrag leistet für die Klimaziele, die zu erreichen. Aber eben, dass man selber mit anpackt, nicht nur einfordert, sondern selber auch einen guten Schritt geht. Und deswegen Forest for Future statt Fridays for Future. Sich als Jugendlicher politisch zu engagieren, ist oftmals jetzt auch nicht unbedingt leicht. Also auf kommunaler Ebene sind jetzt nicht überall Beteiligungsstrukturen verankert und etabliert. Und auch Schülersprecher wissen auch oft nicht, wie sie jetzt ihre Rechte wahrnehmen können, was für Rechte sie überhaupt haben. Also wie wollen sie jetzt in diesem Bereich der jungen Mitwirkung eigentlich was verbessern? Die Landesschülervertretung stärken, vielleicht endlich die hauptamtliche Stelle besser ausstatten, nachdem alle jede Wahlperiode immer wieder darüber reden und junge Leute, die sich da engagieren, stärken und motivieren. Ich war selber mal Schülersprecher und weiß um die Bedeutung dieser Aufgabe. Und da mehr junge Leute zu begeistern, ist die beste politische Bildungsarbeit, die man machen kann. Einige Politiker tun sich ja immer schwer damit, das ist die berühmte Koalitionsfrage. Mit wem würden Sie eigentlich koalieren jetzt? Ich tue mich nicht schwer. Also erstmal, klar ist, wir wollen Rot-Rot-Grün ablösen, wir wollen stärkste Partei werden, damit wir auch den Regierungsbildungsauftrag bekommen. Und es gilt für uns klare Abgrenzung nach links und klare Abgrenzung nach rechts und Koalition in der bürgerlichen Mitte. Wer aber in dem Landtag sitzt, entscheiden denn die Wähler, das weiß ich noch nicht. Und manche Parteien müssen nach den Umfragen ganz schön kämpfen, dass sie überhaupt die 5%-Hürde schaffen. Und da bin ich selber neugierig, wie das in dem Wahlabend ausgeht. Aber 18:20 Uhr spätestens kann man ungefähr abschätzen, wohin die Reise geht. Ich hoffe, dass wir uns nicht blamieren in Thüringen und dass wir in der Lage sind, nach der Landtagswahl auch wirklich eine Regierung bilden, wo die Interessen Thüringens vertreten können. Aber dieses Land, das noch so im Aufholprozess ist, muss echt noch was leisten. Und es geht aber nicht mit sozusagen Minderheit und Geschäftsführung. Gut, dann bedanken wir uns für das Interview. Gerne. Es war eine tolle Sache und wir hoffen, dass wir das in Zukunft auch nochmal durchführen können. Versprochen. Super. Okay. Auf Wiedersehen.